Genau, vielen Dank auf jeden Fall für die Einführung, Simon. Mein Name ist Christian Köpke, ich bin von Japola und zusammen mit Philipp Schunke, der mich jetzt gleich unterstützen wird, werden wir einen kleinen Überblick geben übers Podcasting. Warum machen wir das? Weil es ja insgesamt bei dem ersten Audio-Only Barcamp darum geht, über Audio in Unternehmen, in Organisationen zu sprechen. Und Podcasts sind ja lediglich eine Möglichkeit, tatsächlich Audio zu verwenden. Und wir finden es tatsächlich immer relativ wichtig, nochmal die Herkunft dieses Mediums nochmal zu erklären, damit man das auch besser einschätzen kann, wo kommt das eigentlich her und wofür kann es dann letztendlich auch genutzt werden. Weil ich habe häufig das Gefühl, dass Podcasting immer so ein geflügeltes Wort ist, aber im Grunde genommen man die Vielseitigkeit darunter vielleicht gar nicht abschätzen kann. Und deswegen gibt es einfach nochmal jetzt so einen kleinen Impulsvortrag. Genau. Und Fragen und Anmerkungen ganz gern dann im Nachgang. Genau. Also, erstmal, was ist überhaupt eigentlich ein Podcast? Und man spricht beim Podcasting eigentlich so in drei Wellen. Und das hat 2005 begonnen. Und das wissen viele auch nicht, dass es tatsächlich schon so alt ist. Also ich meine, wir in Deutschland haben im Mainstream-Podcasting vor 3, 4 Jahren vielleicht gerade mal so entdeckt. Und das gibt es aber schon sehr, sehr, sehr lange. Und das liegt eben daran, dass sich vor allem Übersee die Blogs verbreitet haben. Also Menschen haben Blogs aufgesetzt und haben über verschiedene Personen, über verschiedene Themen einfach geschrieben. Das Problem war aber 2005, dass der Mobilfunk eigentlich noch relativ recht langsam war. Das bedeutet, mit dem mobilen Endgerät Daten zu empfangen, war keine Freude. Und das war aber auch der Punkt, wo iTunes im Grunde genommen aufkommt. Also tatsächlich dann auch die Möglichkeit, ja, wie soll ich das sagen, Medieninhalte auch mobil nutzbar zu machen. Das ist das eine. Und 2005 ist gerade YouTube gegründet worden. Ich weiß nicht, wie viele Leute 2005 schon auf YouTube gewesen sind, um dort Videos zu gucken. Ich möchte mal meinen, dass es die Minderheit gewesen ist. Heute ist YouTube aus unserem Alltag kaum noch wegzudenken. Und der öffentliche Rundfunk hat dafür eigentlich kaum Verständnis gehabt im Jahr 2005. Das hat sich mittlerweile geändert. Allerdings gibt es immer noch so ein paar Rundfunkanstalten, die das Format noch nicht so richtig verstanden haben. Aber insgesamt wissen wir, wenn wir in die Bibliotheken gucken von beispielsweise Apple Podcasts, dass es dort jede Menge Rundfunkanstalten gibt, die mittlerweile auch Podcasts neben ihren ganz normalen Radioformaten eben auch führen. Und das hat dann eben dazu geführt, okay, dass der Trend irgendwie abflacht, weil irgendwie nur so ein paar Nerds aus der Szene, häufig aus der technischen Szene im Grunde genommen, dann ja diesem Medium treu geblieben sind. Genau, Philipp, willst du weitermachen? Nicht. Ich habe Gut. hier, sorry, weiterhin Technikprobleme, auch wenn das jetzt anders klingt, aber ich sehe so gut wie gar nichts auf dem Bildschirm. Das hat aber mit meiner wunderbaren digitalen Welt in Deutschland zu tun, wahrscheinlich, dass ich die Bilder gar nicht mitkriege. Sorry. Dann mache ich einfach weiter. Genau, also dann geht es halt weiter. Da kommt die zweite Welle und die lief tatsächlich relativ lang. Wir haben aber dazwischen eine Pause gehabt. 2008 hat man den Podcast nochmal für sich entdeckt. Und das lag dann auch daran, dass in Deutschland tatsächlich viele Blogs entstanden sind und dass es viel einfacher gewesen ist, tatsächlich auch einen Blog aufzusetzen. Und der Mobilfunk wurde dann plötzlich schneller. Also man hatte dann auch so 3G-Geschichten und das war so der Anfang dessen, dass man gesagt hat, okay, so eine 80-Megabyte-Datei, da kann ich mir mal zutrauen, die mal runterzuladen oder mal zu streamen. Das war 2005 halt noch nicht möglich und erst recht natürlich auch keine Videos bei YouTube, wenn man nicht gerade im WLAN gewesen ist. Und dann hat man gemerkt, hey, Moment, die Podcasts von vor 3 Jahren, die sind ja immer noch da. Also diese ganzen Verrückten, die sich damals über Technik unterhalten haben, die sind ja immer noch da. Und das ist eigentlich mega interessant, weil jetzt die Technik so weit gewesen ist, dass man plötzlich die Podcasts viel einfacher konsumieren kann. Also wir haben schnelleren Mobilfunk. Ja, also wir können tatsächlich unser Endgerät endlich dazu nutzen, diese Inhalte auch zu hören. Und wir haben auch Inhalte, die hörbar sind. Also das Medium ist halt nicht weggegangen. Und dann
war es eben so, dass man gemerkt hat, okay, Audio funktioniert scheinbar auch alleine ohne Video. Das heißt, hier hat man dann irgendwann gemerkt, YouTube ist eine Sache, okay, aber Podcasting ist eine andere Sache. Also Audio kann auch ohne Video funktionieren. Und von daher hat sich das im Grunde genommen so ein Stück weit getrennt. Und die dritte Welle, die läuft bis heute. Und das merken wir alle, wenn wir bei uns den Podcatcher aufmachen oder irgendwie Spotify anmachen oder wie auch immer. Jeden Tag kommen neue News rein, jeden Tag kommen tausende Formate wieder. Und die ist im Grunde genommen 2016 gestartet, diese Welle, weil plötzlich alle den Nutzen vom Podcast erkannt haben. Weil man gemerkt hat, okay, Podcasts funktionieren anders als Radio. Ich habe hier ein sehr viel persönlicheres Medium. Die Personen sind bei mir direkt im Ohr. Wenn ich Kopfhörer aufsetze, dann will ich ja die Umwelt abschalten. Das heißt, ich habe Lust auf Intimsphäre. Und Podcasts haben auch dazu geführt, dass eine bestimmte Diskussionskultur entstanden ist. Wenn wir vergleichen YouTube-Kommentare beispielsweise oder Kommentare auf Blogs, sind ganz anders als Kommentare beispielsweise, wenn wir ins Lage der Nation Forum schauen oder auch andere Kommentarfunktionen. Und es gibt insgesamt eine relativ gute Kommentarkultur. Man kann sagen, dass die Hörenden den Hosts immer oder zum Stück weit positiv gesonnen sind und dass es wenig Menschen gibt, die so rumtrollen. Das ist ein Phänomen, muss man sagen, obwohl es natürlich mittlerweile richtig viele Leute gibt, die auch hören. Und im Gegenteil, es führt eigentlich immer dazu, dass noch weitere Wissensbestände in dieser Thematik nochmal aufgedeckt werden durch die Hörenden. Es ist dann eben auch so, dass sich natürlich Labels und auch Netzwerke etabliert haben. Labels beispielsweise in Amerika NPR, aber auch hierzulande haben wir beispielsweise Haus 1. Wir haben aber auch 4000 Hertz. Also das Küchenstudio zum Beispiel ist ein Podcast-Label, wenn man es so möchte, von Philipp Banse. Das gibt es mittlerweile seit 2005. Also auch Philipp Banse ist schon seit der ersten Stunde im Grunde genommen dabei. Das ist der Host von Lage der Nation, ein Journalist. Und man hat eben auch gemerkt, okay, Podcasts können irgendwie auch in das alltägliche Leben eingebaut werden. Also der Nutzen ist jetzt, ich kann irgendwie Dinge konsumieren, egal ob Unterhaltung oder Wissen, aber ich kann das eben auch beim Wäsche-Zusammenlegen machen. Ich kann das auch beim Autofahren machen oder beim Baden oder wann auch immer. Ich muss nicht auf das Gerät gucken. Nein, ich kann es einfach in der Tasche lassen und einfach zuhören. Das bedeutet, ich kann es in meinen Alltag einfach integrieren und trotzdem konsumieren. So, und was können Podcasts jetzt eigentlich? Podcasts können Communities aufbauen. Also wir haben beispielsweise, wenn wir zu Tim Pritlove gucken, der sich komplett durch seine Community finanziert. Also es ist möglich, eine Community aufzubauen und deswegen ist es ganz gut, wenn man beispielsweise eine bestimmte Nische bedient. Nischen-Podcasts sind nichts Schlechtes. Man kann eine eigene Medienpräsenz schaffen. Das schafft man, wenn man neben einem Print zum Beispiel auch noch einen Podcast startet. Also ich kann ganz anders auftreten und ganz andere Inhalte aufgreifen. Das habe ich ihm schon gesagt, es kann andere Medien beispielsweise ergänzen zu einem Print. Beispielsweise Zeitverbrechen hat das gemacht. Vielleicht kennen einige die Zeitschrift Zeitverbrechen. Die hat sich nämlich richtig schlecht verkauft. Dann hat sich Zeit gedacht, okay, machen wir halt einen Podcast draus. Ja, und der ging durch die Decke. Das bedeutet, hier steht beides nebeneinander und plötzlich hat beides Erfolg. Wie gesagt, Nischen, es kann manchmal gar nicht nischig genug sein, weil es immer irgendwelche Leute gibt, die sich für irgendwas interessieren oder für irgendwo tatsächlich auch aufgefunden werden, um Interviews zu führen oder aus ihrem Wissensfundus zu berichten. Und sie können natürlich auch entsprechend Informationsblasen bilden, aber das geht natürlich auch mit dem Community-Aufbau mit einher. Und das Tolle ist, Podcasts sind auch Orte für Argumente und Meinungen. Also man darf eben auch mal sagen, warum man etwas doof findet und man darf aber auch seine eigene Meinung mal kundtun. Das ist natürlich im Radio alles etwas schwieriger, aber nichtsdestotrotz, weil auch Privatpersonen mal ihre eigene Meinung sagen dürfen. Und es ist Ort und Raum für Meinungen und das ist das Schöne daran, weil es dann zum Beispiel nicht nur einen Politik-Podcast gibt, der sagt, Olaf Scholz ist doof, weil der nächste Podcast sagt, Olaf Scholz ist super. Also das bedeutet, diese Meinungspluralität führt ja auch dazu, dass eine Gesellschaft sich weiterentwickeln kann.
Ja, und wer macht Podcasts, das brauche ich Ihnen wahrscheinlich gar nicht zu erzählen, weil Sie das alles schon ziemlich genau wissen. Also wir haben natürlich die Verlage wie Zeit Online, Spiegel Online, wir haben den Rundfunk, der Deutschlandfunk ist sehr gut dabei, auch die ARD, SWR 2 Wissen beispielsweise. Wir haben die Label, die ich vorhin schon angesprochen hatte, wie NPR, 4000 Hertz, Haus 1 oder auch Japola. Aber der eigentliche Motor, der eigentliche Treiber der ganzen Podcast-Sache sind im Grunde genommen die privaten Podcasts. Denn hier findet nämlich das statt, was die Großen, die Podcasts als Medium nutzen, gar nicht umsetzen. Und zwar findet hier die technische Entwicklung statt. Also vorhin haben wir Ralf Stockmann zum Beispiel schon gehört. Ralf Stockmann ist jemand, der das Thema Podcasting durch seine Ideen und durch seine Möglichkeiten, Dinge zu erschaffen, einfach auch voranbringt. Also Ultraschall gibt es eben nicht, weil, weiß ich nicht, sich irgendwelche Verlage oder Spotify oder wie auch immer sich dazu entschieden haben, eine coole Software zu programmieren, sondern das ist eben aus dem Dunstkreis von Ralf Stockmann und Konsorten entstanden oder aus dem Sendegate. Und das ist im Grunde genommen der Nukleus, wo das zumindest in der deutschen Podcast-Landschaft vorangetrieben wird. Das Boom Pro vorhin zum Beispiel ist deswegen so bekannt und so verbreitet, weil man getestet hat, was gut funktioniert und was kostengünstig ist. Und da muss man sich kein SM7B für kaufen. Dann sind es eben auch die Motoren der Formatentwicklung. Die meisten Privaten haben einfach sehr gute Ideen, was man machen kann. Mittlerweile sind die Großen natürlich auch da und haben viele Ideen, beauftragen Kreativwerkstätten, um neue Formate auch ja, zu entwickeln. Aber man muss auch sagen, die Privaten sind wichtig für das ganze Ökosystem. Also die machen halt Podcasts und bringen Wissen. Also weiß ich nicht, Podcasts zum Beispiel zur Imkerei beispielsweise ist eben wichtig für die Leute, die wissen wollen, wie man das macht und wie dieser Kram mit den Bienen überhaupt funktioniert. So, und das sind kostenlose Podcasts. Wer keinen Spotify-Account hat, der möchte vielleicht trotzdem barrierefrei Podcasts hören. Und das wird zunehmend schwieriger, das haben wir gemerkt. Und die Privaten haben eben oder tauschen Zeit gegen Geld, weil die wenigsten monetarisieren ihre Inhalte, aber geben eben ganz viel Zeit rein. Und man muss vielleicht schauen, okay, was ist es denn den Leuten wert? So, einige nehmen Spenden, manche machen auch Werbung, das ist unterschiedlich, je nach Reichweite. Aber hier steht man immer mittlerweile im Spannungsfeld von Zeit und Geld, und das macht das Ökosystem auch ein Stück weit kaputt. Und gestern das Apple-Announcement hat es gezeigt, welche Richtung da auch nochmal eingeschlagen wird. Ja, was ist jetzt eigentlich ein Podcast? Das Wort setzt sich erstmal so zusammen aus iPod und Broadcasting. Also es kommt tatsächlich auch aus dem Apple-Dunstkreis und ist in dem Sinne erstmal ein Kunstwort. Und frei übersetzt kann man sagen, okay, ist irgendwie so eine Radiosendung, so eine Audio- und Radiosendung, die aber, und das ist ganz wichtig, zeitsouverän konsumiert werden kann. Also ich muss nicht für die Nachrichten um 7 Uhr einschalten, sondern ich kann die Nachrichten hören, wann ich das möchte und wann es zu meinem Alltag passt. Das ist eben das Tolle daran, dass es einfach immer verfügbar ist. Aber ein echter Podcast lebt eben davon, dass er ein Feed hat. Ein Feed ist eine kleine Datei, wo Informationen drin gespeichert werden, die immer wieder erweitert wird. Und diese macht es möglich, dass Podcasts abonniert werden können. Das bedeutet, ich nutze eine kleine App beispielsweise, wenn sie nicht gerade vorinstalliert ist, und habe dann die Möglichkeit, mir eine Notification zusenden zu lassen, dass jetzt zum Beispiel von meinem Lieblingspodcast eine neue Folge erschienen ist. Das ist eben der Sinn dahinter. Das Tolle am Podcast ist auch, dass es mit extra Informationen versehen werden kann. Also wir können beispielsweise Bilder, Grafiken und Links natürlich einfügen. Wir können Kapitelmarken einfügen, dass es möglich ist, sehr gezielt zu hören. Also ich möchte vielleicht nicht das Interview mit Olaf Scholz hören, ich möchte lieber das Interview mit Saskia Esken hören. Das fängt aber erst bei Minute 13 an. Also ich habe die Möglichkeit, auch Struktur zu geben. Ich habe eben die Möglichkeit, mit Shownotes zu arbeiten. Also ich kann untermauern, wo habe ich meine Informationen eigentlich her, und kann weiterführende Links anbieten. Das heißt, ein Podcast ist auch die Möglichkeit, Wissen nochmal anders auch darzustellen und darüber hinaus auch nochmal die Leute zu befähigen, sich anders zu informieren. Ja, dann welche Podcast-Formen gibt es so? Es gibt Solo-Podcasts, es gibt Interview-Podcasts, Dialog-Podcasts, wo sich einfach Menschen unterhalten. So, also das könnten dann zum Beispiel auch sogenannte Laber-Podcasts sein, die eher so in Unterhaltung da sind. Hier möchte ich aber gleich sagen, das funktioniert nicht immer. Also es
Olli Schulz und Jan Böhmermann haben das gelernt, wie das geht, deswegen können die das gut. Wenn ich mich mit Philipp jetzt zusammentun würde, dann wäre das auf jeden Fall ein super Flop. Uns würde einfach niemand zuhören wollen. Na. Ja, und dann gibt es eben noch aufwendig produzierte Features, die tatsächlich sehr lange dauern in der Produktion, aber auch, finde ich, einfach den meisten Spaß machen. Okay. Für echte Podcasts braucht man eben sozusagen diesen Feed, um es abonnierbar zu machen. Und das passiert eben so, dass eine Audiodatei mit zusätzlichen Metadaten ausgeliefert wird. Und das ist tatsächlich notwendig, um sie überhaupt listen zu lassen. Also ohne Feed kommt man bei Apple Podcasts beispielsweise gar nicht rein oder auch bei Spotify, wenn man sich da unbedingt listen lassen möchte. Ich kann zwar eine Audiodatei erstellen, aber die muss ja das Licht der Welt erblicken. Und dafür ist sozusagen der Feed das Instrument. Und das kann man dann verschieden machen. Man kann das selber hosten, seine Audiodateien. Und dann kann man mit dem WordPress, beispielsweise mit einer eigenen Homepage und dem Podlove-Plugin seine Podcasts und seine Inhalte ausspielen. Oder man kann auch ein externes Hosting nehmen. Ich gehe davon aus, dass wir im Nachgang dieser kurzen Präsentation dazu nochmal was hören werden. Und weil es so wichtig ist und wir das immer wieder gefragt werden, die richtige Länge, wie lang muss ein Podcast sein? Und wir von Japola sagen, oh Leute, macht doch einfach, wie ihr wollt. So, also es ist euer Inhalt und ihr entscheidet das. Aber ihr müsst euch Fragen stellen. Also welcher Inhalt soll denn überhaupt vermittelt werden? Ja, und welchen Anspruch habe ich an mich selber? Also möchte ich das tiefgründig beleuchten oder reicht es, einen kurzen Impuls zu geben? So, da muss ich schauen, kann meine Zielgruppe überhaupt so lange zuhören? Will die das? Ist sie bereit, auch mal eine Stopptaste zu drücken und will vielleicht morgen weiterhören? Also das, ich muss mir auch überlegen, in welchem Ton das möchte ich vielleicht veröffentlichen. Jeden Tag 1,5 Stunden ist vielleicht ein kleines Problem, aber 2-mal die Woche eine 1/2 Stunde funktioniert vielleicht ganz gut. Wie viel Zeit kann man überhaupt selber aufbringen? Weil die Aufnahme ist das eine, aber man muss es eben auch nachbearbeiten, das ist das andere. Und man wird sehr schnell merken, so ein 30-Minuten-Podcast kann eben auch mal 4-5 Stunden Arbeit bedeuten. Und wenn ich das in der Woche aufbringen kann, dann ist es vielleicht auch die richtige Länge für mich. Und man muss eben auch die Zeitsouveränität beachten. Das habe ich schon gesagt. Es gibt Menschen, die sagen, ah, das ist so oberflächlich. Geht es nicht noch ein bisschen länger, also mal ein bisschen tiefgründiger? Ganz ehrlich. Und meine Güte, wir haben Podcasts, die gehen 7, 8, 9 Stunden und die sind trotzdem oben in den Charts. Also ist die Länge vielleicht von 20 Minuten, was immer empfohlen wird, vielleicht gar nicht die richtige Länge. Und wir sind der Meinung, dass sich eine eigene Kultur im Podcast-Bereich ergeben hat. Also häufig ist es so, dass Qualität wichtiger ist als Quantität. Also es muss nicht unbedingt lang sein, aber es muss vom Inhalt leben. Und unsere Meinung ist, Podcast, gerade im Bereich Wissen, wenn es nicht Unterhaltung ist, darf getragen sein vom Wissen. Und wenn Wissen Raum und Zeit braucht, dann soll es das bekommen. Oder Informationen. Es muss ja nicht immer Wissen sein, es können auch Informationen sein. Genau. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören und ja, jetzt haben wir noch wahrscheinlich klar ein paar Minuten für kurze Fragen. Vielen Dank. Die haben wir noch. Danke dir, Philipp. Christian, sorry. Das macht nichts.